So Leute, jetzt bin ich auch zurück, was den neuen Teaser betrifft, aber auch noch mit einer anderen wichtigen Info, ist kein Clickbait oder so, sondern einfach nur Werbung für die neue Season. Denkt dran, wenn ihr mich generell unterstützen wollt, gerne meinen Creator-Code benutzen, gerade morgen wäre es mir sehr wichtig, einfach yt-familyhack, ihr könnt euch vorstellen, klar, wenn ihr euch einen Battle Pass gönnt, über meinen Account quasi, beziehungsweise meinen Red-Link, supportet natürlich, ich freue mich über jeden Einzelnen. Aber gehen wir ganz kurz auf die Waffen, Helme und Vermutungen ein. Neueste Tests zeigen, dass die Waffe hocheffektiv gegen organisches Material ist. Bedeutet, die Waffe macht anscheinend mehr Schaden an Gegnern als an allem anderen. Weniger effektiv ist sie gegen Gebäude und Mobile, heißt Autos, Raumschiffe, keine Ahnung, was uns morgen erwartet, da ist sie halt nicht so stark. Also ihr könnt am Gegner deutlich mehr Schaden machen, aber halt an Gebäuden nicht. Metallische Transporteinheiten, das ist hier, das ist in der Mitte, da habe ich eben schon auf Twitter ein bisschen was gelesen, ob man eventuell die generell jetzt so rumfahren und haben für uns irgendwelche Sachen dabei. Muss man einfach mal abwarten. Dann Waffe für Feldeinsatz zugelassen. Ja, es wird wild. Also so ganz genau weiß natürlich keiner was. Ich habe eben bei Fortnite nochmal selber direkt nachgeguckt. Also die sagen offiziell noch nichts. Das hier soll halt wie gesagt ein Helm sein. Und wenn man diesen Helm anhat, soll man angeblich weniger Schaden bekommen. Wie das Ganze dann im Spiel umgesetzt wird, keine Ahnung. Geisteskrank. Also ich glaube, wir werden diese Season wieder genauso überrascht wie die letzte Season. Und ich muss mich langsam an die ganzen Laserwaffen, nenne ich sie jetzt mal, einfach gewöhnen, weil das hier wird safe auch eine sein. Weil hier vorne wird keine Kugel rauskommen. Da wird ein Lichtstrahl rauskommen. Aber wir warten einfach ab. Schreibt mal alle mal in die Kommentare. Wer gehypt ist, schreibt jetzt einfach mal eine 1 in die Kommentare. Und wer nicht gehypt ist, schreibt mal eine 2 rein. Also ohne Quatsch. Fortnite hat es in meinen Augen wieder geschafft, dass man wirklich Lust hat auf das Spiel. Weil immer wieder was ganz Neues passiert und nicht so, ach nee, hatten wir ja schon mal. Also wir haben eigentlich jetzt genau das, was sich alle immer gewünscht haben, nämlich es ist nicht langweilig. So, in dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Montag. Ich werde morgen wahrscheinlich nicht live gehen, weil ich werde natürlich für euch die ganze neue Season komplett auseinanderholen. Gucken, was ich aufgabentechnisch schon machen kann. Also es wird morgen auf jeden Fall eine lange Nacht. Mal gucken, was alles da auf mich zukommt. In dem Sinne, euch noch einen schönen Montag und danke für den ganzen Support und haut rein.